falls der Sehfehler nicht optimal nach einer Linsenchirurgie korrigiert ist, sprich nach einer Implantation einer Faktenlinse oder nach einem Linsentausch oder nach einer grauen Staroperation, dann kann man diesen kleinen Restsehfehler mit dem Augenlaser an der Oberfläche korrigieren. Die Gründe für möglicherweise ein etwas unpräziseres Ergebnis nach der Linsenchirurgie, das heißt bei der Implantation der Faktenlinsen, bei der grauen Staroperation oder beim Linsentausch, sind die Wundheilung des Gewebes, ist die Linsenberechnung selber, das heißt diese basiert auf der Biometrie, welche bei der Voruntersuchung durchgeführt worden ist, wie auch an dem Kunstlinsenimplantat. Diese werden in halbe Dioptrien Schritten produziert. Die Hornhautverkrümmung kann auch gelegentlich in Dreiviertel Dioptrien Schritten produziert werden. Und falls diese Korrektur nicht optimal ist, dann raten wir natürlich auch, falls möglich, zu einer Laserkorrektur nach dem Eingriff. Diese kann frühestens nach 4 bis 6 Monaten durchgeführt werden.